Norbert, ich bin's, der Olli. Ja, wir waren mit unserem Kanal jetzt schon länger nicht mehr auf der Insel Islay. Also diese schottische Insel mit diesen leckeren, rauchigen Whiskys. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich mag die ganz gerne an sich. Und auch wenn wir da jetzt schon länger keinen mehr verkostet haben, ich trinke auch nach wie vor recht gerne mal einen von der Brennerei Kilchoman. Und hier habe ich gleich zwei Kilchomans stehen. Die gehören zusammen. Seit 2019 bringt Kilchoman immer mal wieder spezielle Whiskys auf den Markt, die so ein bisschen abgestimmt sind für bestimmte Länder. Die sogenannten Small Batch Whiskys, wobei Small manchmal sehr unterschiedlich sein kann. Hier diese zwei liegen so in der Flaschenanzahl bei so um die 1200 Flaschen. Das ist dann schon Small Batch, kann man sagen. Und bei diesen Small Batch Whiskys ist so diese Grundrezeptur eigentlich meistens der Markia Bay, also dieser Standard Whisky, der zu 75% ungefähr aus Ex-Bourbon-Fässern ist und der Rest dann aus Sherry-Fässern. Und der wird für diese Small Batches dann vermählt mit Whisky aus anderen Fassarten, die meist so ein bisschen auf die Länder abgestimmt sind, wo sie rauskommen. Und hier hat der Importeur für Frankreich zwei Small Batches, die eben auf Frankreich abgestimmt sind. Deswegen heißen die auch French Inspiration 1 und French Inspiration 2. Hier bei dem French Inspiration 1 zum Beispiel stecken 70% Whisky aus Ex-Bourbon-Fässern drin, 5% aus Oloroso-Sherry-Fässern und 25% aus Fässern, die vorher mit Calvados vorbelegt waren. Das ist ein Nass-Whisky, wie der andere auch. Man sagt aber, die sind so 5, 6 Jahre alt ungefähr. Der hat 49,7 Volumenprozent Alkohol. Und Calvados, Frankreich, das passt. Hier bei dem French Inspiration 2 ist 75% Whisky aus Ex-Bourbon-Fässern, 5% Whisky wieder aus Oloroso-Sherry-Fässern und 25% aus Fässern, wo vorher Sauternes Wein drin war. Und er hat 49, ein Volumenprozent. Wie gesagt, haben beide keine Altersangabe und sind alle zwei circa 5 bis 6 Jahre alt. Das sind soweit die Grunddaten des Whiskys. Soweit ich weiß, nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Die Farbe ist ein sehr helles Gelb bei French Inspiration 1 und auch bei French Inspiration 2, wobei ich finde, der ist ein Ticken dunkler, aber ist auch eigentlich ein helles Gelb. Ja, da bin ich mal gespannt hier. Calvados Sauternes, also die Assoziation zu Frankreich ist schon mal gegeben, wunderbar. Wie riecht das jetzt? Wie schmeckt das jetzt? Schauen wir uns das mal genauer an. Also er riecht schon sehr interessant. Ich habe leichtes Bitzeln vom Alkohol, ganz dezent. Ich habe den typischen Kilchoman-Rauch, speckig, schinkig. Und dahinter habe ich eine leichte Süße. Nicht zu süß, also sehr dezent. Aber das hat was von geräucherter Zuckerwatte irgendwie, finde ich. Dann habe ich was bisschen säuerlich hellfruchtiges, so wie ein bisschen ein säuerlicher Apfel.
Und ich habe ein bisschen Vanille. Aber so dieses Dominante ist so dieser Rauch, der sich jetzt langsam mit diesem süßlich zuckrigen verbindet. Und die Vanille und so diesen säuerlichen Apfel, das ist jetzt irgendwie nicht mehr wirklich da. Sehr interessant. Also ich finde schon, dass es eine sehr interessante Gesamtkomposition ist. Ich hätte mir einen Whisky mit so einem hohen Anteil, wie gesagt 20%, von Whisky aus dem Ex-Calvados-Fass schon fruchtiger vorgestellt. Ich habe jetzt nicht viel Frucht in der Nase. So ein bisschen säuerlich, ja. Aber das war so eine kurze Aromenwolke und dann war es weg. Der Kilchom-Rauch, den ich sehr mag, der ist ziemlich präsent, der ist auch lang in der Nase und der verbindet sich dann mit diesem leicht süßlichen von diesem Zuckerwatte im Aromen. Das ist schon sehr, sehr interessant hier. Geräucherte Zuckerwatte, das habe ich auch noch nie probiert. Dann gucken wir mal hier bei ihm mit Sautern. Also die zwei riechen relativ ähnlich. Ich habe hier nicht ganz so viel Rauch in der Nase wie hier. Vielleicht hat sich die Nase auch schon dran gewöhnt, obwohl ich kurz neutralisiert habe dazwischen. Ich finde ihn auch ein bisschen fruchtiger als ihn. Und ich habe so ganz kurz diese typische Windelnote, die ich bei Sautern häufig habe. Aber die ist relativ schnell weg. Und ich habe so diese süßliche Note, diese dezent süßliche Note, habe ich hier auch. Wobei mich die hier weniger an Zuckerwatte erinnert, als eher an einen Weißwein in der Tat. Aber auch hier verbindet sich quasi der Rauch mit der Süße. Ich habe auch eine deutliche Vanille dabei. So als Zwischenfazit nach dem Nosing würde ich sagen, ja, also auf Sautern würde ich hier schon tippen, aufgrund dieses Windelaugenblicks, den man da schon hat. Aber prinzipiell riechen die zwei ziemlich ähnlich. In Nuancen anders. Ich habe diesen leckeren Kirchhommenrauch. Ich habe eine leichte Süße auf beiden Seiten. Den Calvados, also dieses Calvados-Fass, was da zu 20% drin ist, rieche ich nicht wirklich. Vielleicht ja im Geschmack. Das schauen wir uns jetzt mal an hier. Ich habe schon relativ deutlich einen kräftig alkoholischen Antritt. Ich habe den Kilchhomenrauch im Mund, wenn auch nur eher dezent. Ich habe eine schöne Süße. Ich habe eine helle Fruchtigkeit, ich habe eine Vanille, aber die Früchte kann ich jetzt nicht wirklich so greifen. Ja, also das könnte ein Apfel sein, der da hinterm
Rauch hervorlugt. Aber das ist nicht so sehr greifbar. Ja, also, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Hab mir jetzt von einem Whisky, wo 20% aus dem Ex-Calvados-Fass drin ist, schon ein bisschen mehr Aromenvielfalt erwartet. Also da kann ich mir auch einen Markier Bay kaufen. Der ist nicht so teuer. Und der schmeckt ähnlich. Ex-Calvados-Fass, nee, habe ich nicht wirklich im Mund. Also vielleicht habe ich heute auch einen schlechten Tag oder so, keine Ahnung. Aber das finde ich jetzt nicht so unheimlich prickelnd. Gucken wir mal, ob das mit dem Sauternes anders ist, weil ich hatte schon ja, ein Kirschaumen, wo ein bisschen Sauternanteil drin war, bei diesem Harvest 2. Der hat mir super geschmeckt. Da habe ich auch den Sauternes rausgeschmeckt. Da mal gucken, wie das jetzt hier ist. Ja, der ist anders. Der ist nicht ganz so alkoholisch wie er im Mund. Ich habe den Kirschaumenrauch auch, allerdings etwas dezenter als bei ihm. Wie gesagt, der war auch dezenter in der Nase als bei ihm. Das setzt sich im Geschmack fort. Ich habe auch die Vanille, aber ich habe einen deutlich weinigen Geschmack im Mund. Und zwar kämpft ein bisschen die Süße mit einer Säure um die Vorherrschaft. Ist auch ein bisschen astringierend. Und am Schluss legt sich so über alles so dieser süße Rauch. Das ist im Prinzip dann so wie so eine wollige Bettdecke, die über dieses säuerlich und süßliche so drüber wabert. Ja, das ist interessant. Der Rauch kommt hier im Gegensatz zu ihm eher so hinten dran und ist dann am Schluss deutlicher im Gaumen als bei ihm. Er schmeckt mir deutlich besser als er, weil er interessanter ist. Über 80 Euro für so ein Small Batch auszugeben, das würde ich nicht machen. Also da würde ich mir eher ein Markier Bay oder ein Zanake kaufen. Dann habe ich zwar keinen Sauternes und keinen Calvados-Anteil drinne, aber ich habe auch einen leckeren Kirschaumen mit diesem tollen Rauch und habe wesentlich weniger ausgegeben. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon mal von Kirschaumen Small Batches gehabt? Wie schmeckt euch das? Wie schmeckt euch Kilchoman überhaupt? Falls euch das heute gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr, sehr freuen und auch, falls ihr es noch nicht habt, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als euch einen wunderschönen Abend zu wünschen. Macht's gut, euer Olli. Ciao!